Weil ich habe jetzt keine Bluetooth-Kopfhörer mehr. Bei mir sind die im Arsch gegangen, weil an sich nicht im Arsch gegangen, aber ja, der Knopf zum An- und Ausschalten geht leider nicht mehr. Und joa, der ist einfach im Arsch. Und by the way, meine PlayStation ist immer noch laut. Heißt in dem Sinne, dass ihr gleich PlayStation wieder richtig hört. Aber ich hoffe, das ist kein Problem für das Tutorial jetzt. Huch, mir ist Geld runtergefallen. Money, money, money. Also wo ich mal einen Kommentar gelesen habe, dass einer für Headset PlayStation braucht, habe ich diese Schule aufgehört und werde jetzt für euch diese Headset Bluetooth-Kopfhörer bei der PS4 zeigen, wie das funktioniert, weil ich habe alles bedacht, nur diese Bluetooth-Kopfhörer habe ich ja irgendwie nicht dabei gedacht, dass auch Leute so Kopfhörer haben. Aber ich gebe euch 4 Tipps, wo es daran liegen könnte und einmal das Reguläre, wie es halt eigentlich ganz normal geht. Vielleicht hat einer irgendwas nicht beachtet, kann ja sein. Und let's go. Wenn ich so schwitzig aussehe, ja, ihr seht mir in der Fresse ja gleich nicht mehr, ihr guckt gleich auf meinen PlayStation. Ich bin sehr, sehr verschwitzt. So, ich zeig euch mit dem regulären Headset-Kopfhörern, wie das funktionieren kann. Oh, Entschuldigung für die Ruckeleien. Ich hatte gerade mein Handy nicht richtig in der Hand. Immer noch nicht die beste Qualität, aber egal, man sieht was. Ihr geht auf die Einstellungen. Dann scrollt ihr runter bis zu den Geräten und Bluetooth-Geräte. Dann ist es meistens so, dass ihr, ich zeig das jetzt auch bei meinen kaputten, dass ihr auf diesen Anschalt-Button drücken müsst. Ihr könnt den auch anmachen, dann ist er blau bei euch oder irgendeine andere Farbe. Und wenn ihr gedrückt hält, wird das meistens dann hier unten irgendwo jetzt, genau hier sage ich mal, die Kopfhörer angezeigt. Ihr könnt ihr auf X drücken, bitte warten, klickt da drauf. Dann steht da, möchtest du dieses Bluetooth-Gerät registrieren? Ja. Bei mir steht das jetzt nicht, dass das nicht mehr geht, weil die dich an sind. Aber müsste dann erfolgreich dastehen oder halt jetzt wegen mir unterstützt, wird nicht unterstützt. Und da werde ich euch 4 Sachen zeigen, und beziehungsweise 3, das war ja die 4. Sache, 3 Sachen zeigen, wo es dran liegen könnte. Seht ihr meine Hackfresse doch noch? Ihr könnt auch mit dem Headset ein Kabel kaufen. Moment. Das ist jetzt kein richtiger Headset-Kopfhörer für den Kabel. Da könnt ihr den dann hier, weil die meisten Headsets hier so ein Loch haben, hier reinstecken und dann dementsprechend an der anderen Ende des Kabels an den PS4-Controller reinstecken. Also das ist jetzt gar nicht so richtig so ein Dings, weil da gar nichts dran ist, aber egal. Dann könnt ihr, müsst aber trotzdem beachten, dass der Kopfhörer an ist und halt auch. Das kann manchmal nicht funktionieren, weil bei mir hat das letzte Mal funktioniert, aber es gibt auch Headsets, dass das nicht mal funktioniert. Deswegen gibt es ja auch noch den 3. Schritt. Und da geht es wieder um meine PlayStation oder um eure PlayStation. Ich hoffe, es ist professionell, wie ich das hier mache. Also werden wir sehen, werde ich ja in der Resonanz sehen. Der 2. Part ist ja etwas besser als der 1. Part geworden. Ne? Das ist auch so der unnötigste Schritt, denn dann kann man auch hinschreiben, ich weiß nicht, was da für eine Seite ist, aber dann kann man auch gleich hinschreiben, dass du einfach einen originalen PS4 Bluetooth kaufen kannst. Ne? Weil der 3. Schritt ist einfach nur, es tut mir leid, ja, dass man einfach einen USB-Stick für den Controller einfach kauft und den dann da aktualisiert. Und dann freischalten kann. Es gibt aber auch Headsets, die ihr für die PS4 kaufen könnt. Und das ist auch schwachsinnig. Und das wäre, glaube ich, der 4. Schritt. Ich hätte es mir besser durchlesen müssen. Am Abend, wo ich das zum ersten Mal durchgelesen habe, fand ich das irgendwie viel besser. Aber. Ja. Ich gucke nochmal kurz weiter. Tut mir leid. Tut mir leid. Es ist tatsächlich nur die Sache, dass ihr mit einem AUX-Kabel euer Bluetooth verbinden könnt, wenn das nicht funktioniert, weil die vertragen sich nicht so gut, PS4 und Bluetooth-Kopfhörer. Das sind einfach nur die halt regulär für PS4 geeignet sind. Zum Beispiel PlayStation, diese eigene Headset, was man halt bekommt, wenn man eine PlayStation kauft. Die gehen aber echt schnell kaputt, habe ich gehört. Ich habe noch nie einen gehabt. Ich hatte mal von eBay bekommen und der hatte das zufällig gerade nicht da. Oder ja, man kauft, oder was habe ich hier gesagt? Ja, oder ja.
Nehmt einfach so welche Kopfhörer. Gibt's in Expert. Kosten nur 4,99 €. Sind eigentlich solide Kopfhörer. Nur ich mache die immer ganz schnell kaputt. Ich glaube, ihr könnt das besser. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch so welche Kopfhörer habt. Die sehen so circa aus. Echt eigentlich nice, damit kann man hören. Ihr könnt die Leute da hinten hören, was die labern. Ich hoffe, es hat trotzdem euch gefallen, ein bisschen geholfen oder so, Tipps gegeben. Wir sehen uns bei einem anderen Video. Bis zum nächsten Mal, euer Roland1. Ciao.